Hallo, Freunde der beschissenen Planung seitens Ferrero. Ja, wir öffnen heute wieder drei Harry Potter Kinderjoy-Eier. Und wer mein erstes Video gesehen hat, der hat vielleicht noch in Erinnerung, dass ich mich da ein bisschen echauffiert habe über gewisse Sachen im Zusammenhang mit diesen Eiern. Kleiner Spoiler, das wird in diesem Video nicht besser. Ja, wir haben jetzt heute den 28. April 2023. Diese Serie gibt es seit 3, 4 Wochen offiziell. Ich finde sie nirgends. Ganz selten, dass ich mal Eier finde. Meistens entweder es gibt noch die alten Funko Pops, vor allem in den großen Läden, oder in so kleinen Läden wie Netto, als alles weg ist. Und wenn es wirklich mal Eier gibt, dann tatsächlich nur die, wo ich weiß, dass keine Figuren enthalten sind. Und ich muss auch jetzt schon wieder negativ. Oder ich muss auch jetzt schon mal wieder die Spannung rausnehmen, auch hier werden keine Figuren drinnen sein. Ich habe die Eier eigentlich nur gekauft, dass ich irgendwas aufmachen kann, während ich schimpfe. Nee, weil ganz ehrlich, ich finde wirklich das, was mit diesen Eiern abgeht, ist abartig. Ich sage ja nicht, dass die Leute sie gerne kaufen. Ja, okay. Aber was mich aufregt, ist wirklich diese Sache mit diesem kleinen blöden Code, wo du problemlos die Figuren rauserkennen kannst. Ich meine, dann hat man nicht mal die Chance, eine Figur zu erhalten. Bei den anderen Kinderjoy-Serien war es wenigstens so okay. Da konnte man ein bisschen durchfühlen bei den Funko Pops. Und konnte dann vielleicht eine Figur zumindest erahnen. Aber das ist halt wirklich momentan ein bisschen bekackert. Und ich weiß halt auch nicht, inwieweit wir diese Serie tatsächlich auch sammeln werden. So. Spielzeug Nummer 1. Wir haben Dobby den Elf als Bleistift. Ups. Aufsetzer. Aufsatz. Okay. So, ich zeige euch trotzdem mal ganz kurz den Beipackzettel. Ups. Naja. Ich bin echt gespannt, wie sich das noch entwickelt mit den Harry Potter Eiern. So, wir haben als zweites ja, eine Figur. Was aber laut Code keine Figur sein sollte. Ich meine, ich freue mich ja. Aber, okay, da muss ich jetzt echt drauf achten. Wie das dann ist. Oh, da ist noch eine Schnur, die auch rein muss. Ja, wir haben Snape. Okay, das kam jetzt überraschend. Wenn man ihn im Bad aufmalt, könnte man ihn auch als Keanu Reeves hernehmen. Ich verstehe, wisst ihr, was ich nicht verstehe? Warum haben eigentlich die Funkos oben diese Löcher? Ich finde, die machen das Ganze noch eigentlich hässlicher, als es ist, aber naja. Naja, okay, das kam jetzt überraschend. Das kam jetzt wirklich sehr überraschend. Mal schauen, was wir hier haben. Ups. Leute, ich wurde ein klitzeklein wenig Lügen gestraft. Ihr seht gleich warum. Wir haben nämlich im dritten Ei Maggie Smith, eine weitere Figur. Ja, ich mir ist schon klar, dass sie im Film nicht Maggie Smith heißt, aber ich kenne leider den Namen der Figur nicht. Und ich muss sagen, ich bin jetzt wirklich überrascht, weil tatsächlich diese Codes nicht die Codes sind, die man im Internet findet. Und nach denen ich jetzt tatsächlich hauptsächlich gesucht habe. Ja, das ist jetzt überraschend. Das ist tatsächlich überraschend, aber ich freue mich. Vielleicht, ja, finden wir dann trotzdem noch mehr Figuren. Ich werde dranbleiben.
Jetzt bin ich wieder ein bisschen mehr motiviert und ja, bin eigentlich tatsächlich in dem Fall jetzt ein bisschen froh, Lügen gestraft worden zu sein. Zwei Figuren, ich freue mich. Wunderbar, wir werden auf jeden Fall weiter sammeln und hoffe, dass wir noch viele von den fehlenden 10 Figuren bekommen. Dann war's das für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, macht's gut. Bye bye.